Brandon wusste gar nicht, worauf er sich eingelassen hatte. War es nur das Bier oder ein spätjugendliches Verlangen nach Abenteuern? Wir hatten jedenfalls eine Party in meinem Haus und bei Bier und Würstchen klang das alles ganz toll. Dietrich, did you ever hear the expression? It's a long way to Tipperary. It is a long way to Tipperary, brother. Und das Wichtigste zum Schluss. Ja! So, jetzt. Eins, zwei oder drei. Du musst dich entscheiden. Drei Felder sind frei. Auf dem oberen Loch Earn geht es nicht so einfach immer nur geradeaus wie auf dem Fluss. Da bist du auf einmal in diesem Irrgarten aus Inseln, Seen, Buchten und überall ist Wasser. Da kann es leicht passieren, dass plötzlich eine Insel wie die andere aussieht und du auf einmal mindestens drei Richtungen zur Auswahl hast. Natürlich wussten wir schon bald nicht mehr, wo es lang geht. Wenn ich das nächste Mal herkomme, habe ich sicher eine Landkarte dabei. Hello there! Any problems? Der Fluss wird hinter Athlone ganz breit, mit ausgedehnten Schilfgürteln an beiden Ufern. Dieser typisch irische Himmel produzierte ständig wechselnde Wolkenmuster, die zusammen mit den verschiedenen Blautönen das Gefühl vermittelten, als sei alles ständig in Bewegung. Und wir mittendrin. Aber die Wolken zogen einfach nur so im Gegensatz zu uns, die wir ja genau wussten, wo wir hin wollten. Dachten wir zumindest. Ich war vorher schon mal in Clonmacnoise, bin da allerdings viel bequemer mit dem Auto gereist. Die Gegend hier ist sehr geschichtsträchtig, aber ganz besonders dieser Hügel mit den Klosterruinen, die genau in der Mitte Irlands liegen. Für die alten Kelten war es eine wichtige Kreuzung aus Straßen- und Wasserverkehr. Im 6. Jahrhundert baute St. Kieran dann die erste Kirche hier. Clonmacnoise wurde danach sehr schnell ein bedeutendes Zentrum für Religion, Pädagogik und Handel. Missionare gingen von hier aus nach ganz Europa und gründeten dort Klöster. Das müssen ganz schön zähe und harte Burschen gewesen sein. Unser Abschied wurde fast emotional, aber das ist nun mal das Schicksal des Reisenden. Rollende Steine setzen kein Moos an. Hey, hey!